Hallo Freunde und herzlich willkommen bei den Scooterhelden, heute im Selfie-Guerilla-Modus. Und was gibt's heute für euch? Ganz klar ein Unboxing, ein richtig cooles sogar, vom neuen Ninebot Kickscooter ES2. Und den wollen wir heute mal für euch unboxen. Also gemacht, getan, die Box gleich geöffnet und gleich mal geschaut, was steckt eigentlich drinne im Karton zum neuen Ninebot ES2. Wie man sieht, ja, alles ein bisschen umständlich hier. Man muss erstmal hier die Kartonage rausfriemeln. Denn ihr müsst nämlich beim ES2 erstmal oben den Lenkerkopf anbauen. So sieht's aus. Also schaut mal genau hin. Zum einen sieht man hier den Lenkerkopf. Den bauen wir gleich nochmal später an. Da habt ihr dann noch die ganze Kabellage dran. Und dann haben wir hier auf jeden Fall das Ladegerät, was völlig behindert eingepackt ist. Ihr seht schon, wie ich da rumfriemel, um das Teil in irgendeiner Form aus dem Karton zu bekommen. Ja. Am Ende, was haben wir noch drin? So ein kleines Tool, Werkzeug, um den Lenkerkopf anzuschrauben. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da seht ihr schon den Girard. Der filmt mich nämlich von der anderen Seite. Also, raus mit dem Roller und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal ein bisschen genauer an. Aber bevor es losgeht, prüfen wir nochmal kurz die Box. Was ist noch drin? Ja, Bedienungsanleitung, die braucht ihr auf jeden Fall. Und das war es eigentlich auch schon. Also Bedienungsanleitung, dann das Ladegerät, ja, das Toolset und wie gesagt hier diesen Lenkerkopf, den ihr jetzt erstmal hier fein säuberlich auspacken müsst. Nicht vergessen, die Dichtung da noch rumzumachen. Hat ja einen IP-Schutz, das heißt auch Spritzwasser geschützt hier der Roller. So, und jetzt klappen wir das Ganze erstmal auseinander und ja, sehen eigentlich auch schon, dass das Ganze gut verarbeitet ist. Ein bisschen friemelig, wie gesagt, jetzt erstmal die Stecker miteinander zu verbinden. Ihr müsst auch aufpassen bei der Montage, dass ihr euch unten die Kabel nicht einklemmt, also schön vorsichtig. Ja, und dann müsst ihr nur noch die Schrauben befreien vom Lenkergriff und da haben wir jetzt insgesamt 4 Sechskant-Imbusschrauben. Und dann nehmt ihr das Toolkit, was ihr dabei habt und schraubt das schön sauber und ordentlich fest. Ja, ihr wisst, na, fest kommt ab, also nicht zu viel. Ja, ja, da sieht man jetzt nochmal den Roller aufgebaut. Untergrundbeleuchtung haben wir hier nämlich auch. Einen coolen Ständer, der im Prinzip sich auch an das Fahrzeug anschmiegt. Das finde ich auch ganz gut gemacht. 8 Zoll Bereifung und jetzt machen wir oben mal kurz das Kleberchen ab, schalten den Roller einfach mal ein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, dann sehen wir oben auch gleich die Geschwindigkeit, den Akkustand. Und wenn ihr dann nochmal auf den Knopf drückt, habt ihr auch vorne das Licht. Der Roller hat ja auch Rücklicht mit Bremse, hat vorne eine Federung. Das testen wir jetzt gerade mal. Ja, und wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, da habt ihr dann im Prinzip die Ladebuchse, um den Roller zu laden, 3,5 Stunden. Oder um alternativ noch einen zweiten Akku anzuschließen. Keine Ahnung, wo ihr den bekommt. Habe ich im Internet noch nicht finden können. Wie gesagt, vorne Federung, Untergrundbeleuchtung, hinten nochmal eine Federung, 8 Zoll Bereifung und hinten in der Schwinge drinne Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Sieht an sich jetzt erstmal schön sauber und auch gut verarbeitet aus. Also zu dem Kurs, den der Roller kostet, um die 650 Euro, kann man da jetzt erstmal überhaupt nicht meckern. Was natürlich ein bisschen ätzend ist, ich habe den Roller gerade eingeschaltet und er fängt dauerhaft an zu piepen. Ich habe keine Ahnung warum, hört mal rein. Es hört sich so ein bisschen an wie so ein Sinuston, als wenn man hier gerade auf der Matte liegt und nicht weiß, ob man gleich abnippelt oder nicht. Hört sich aber normal an. Also, was müssen wir machen? Ihr müsst euch erstmal die App schnappen, das heißt runterladen aus dem iOS oder Android Store. Und dann müsst ihr dem Ganzen erstmal ein Update verpassen. Ja, so sieht's aus. Also, wir laden das Ding jetzt mal runter, verpassen dem Roller erstmal ein Update. Das ist nämlich so ein kleiner Warnhinweis gewesen, dass wir doch bitte alle 14 Tage mal ein Update draufknallen sollen. Keine Ahnung, warum Ninebot das ständig macht. Zu guter Letzt müsst ihr dann noch so eine Art Fahrtutorial machen. Das heißt, da wird dann nochmal überprüft, ob ihr denn fahrtüchtig seid, mindestens 18 Jahre und 25 km/h beherrschen könnt. Ja, und wenn ihr die App dann freigeschaltet habt, könnt ihr die Farbe bestimmen, ihr könnt den Tempomat einschalten, ihr könnt Geschwindigkeiten begrenzen, ihr könnt die elektromagnetische Bremse einstellen, wie stark soll der Roller also verzögern oder auch nicht. Also der Leistungsumfang dieser App ist ja schon bekannt aus anderen Fahrzeugen von Ninebot, das ist nämlich immer dieselbe. Der ist sehr umfangreich, ob man das wirklich braucht, um den Roller tatsächlich am Ende zu bewegen, ich wage es zu bezweifeln. Jetzt würde ich sagen, lasst uns nicht so viel schnacken, sondern ich pelle mir mal ganz kurz eine Jacke über, denn nach jeder Theorie folgt natürlich die Praxis. Also gemacht, getan, die GoPro wieder umgeschnallt und dann schreien wir alle mal zusammen Schakka und dann würde ich sagen, geht's los. Wir krallen uns den Roller, gehen raus und prüfen mal, was der ES2 mit seinen 3 Fahrmodis wirklich auf dem Kasten hat. Den Roller auszuklappen geht relativ fix von der Hand. In 2 Sekunden ist das erledigt. Bitte darauf achten, dass der Klappmechanismus richtig arretiert ist. Jetzt dem ES2 noch einen kleinen Schubs geben. 3-4 km/h braucht er. Dann könnt ihr Gas geben. Und da fällt mir eigentlich sofort auf, dass der Roller verzögert das Gas erst annimmt. Also man hat nicht das Gefühl im Endeffekt, dass er gleich lospreschen will, sondern der braucht eine halbe Sekunde, bis er das Gas wirklich angenommen hat. Auch der Federweg vorn ist für mich persönlich ein bisschen zu gering.
Ding, weil sich sämtliche Vibrationen auf den Fahrer übertragen. Der ist jetzt natürlich mit den 100 Kilo, die ich auf die Waage bringe, an seiner Leistungsgrenze. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die 300 Watt die Power haben, die ich brauche, um fix von A nach B zu kommen. Also wir werden mal die Fahrstufe wechseln. Wir haben ja drei Fahrstufen. Die erste geht bis 16, die zweite bis 22 und die letzte Sport, die wir jetzt drin haben, bis 27 km/h. Wir prüfen mal, ob der Roller die 27 auch abrufen kann bei 300 Watt. Und man merkt relativ fix, dass er zwar die Geschwindigkeit 18, 19 km/h erreicht, aber dass die Grenze bei ihm irgendwo bei 21, 22 liegt. Das ist immer noch relativ schnell, weil das ist schon so eine klassische Fahrradgeschwindigkeit auf dem Fahrradweg. Aber da saugt sich der Akku mit 187 Wattstunden natürlich fix leer, gerade wenn du mit 100 Kilogramm Zuladung arbeitest. Ja? Die Konzeption des Rollers ist sehr, sehr gut. Wir werden das in einem ausführlichen Review im Frühjahr nochmal detaillierter behandeln. Aber wenn man sich das Preis-Leistungs-Verhältnis anguckt für 650 Euro mit den ganzen LEDs, die das Teil dran hat, mit dem Antrieb vorn, mit dem Kehrsystem, gut, die Gummis unten, die sind ein bisschen rutschig, da wo ihr draufsteht, aber der Lenker und auch der Tacho ist gut ablesbar. LED-Licht vorn, ein lieber Scholli, der bringt schon eine ganze Menge für das Geld mit. Aber er hat halt eben so ein kleines Leistungsdefizit, das muss man schon sagen, und 12,5 Kilogramm ist jetzt auch nicht gerade wenig, wenn man das Teil mal transportieren muss. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein ausführliches Review für euch im Frühjahr. Das heißt, wenn euch das Video gefallen haben sollte, abonniert unseren Kanal, lasst mal ein Like da und vor allem auch ein Abo. Und dann sehen wir uns in jedem Fall beim nächsten Mal wieder, wenn die Scooter eben mal wieder unterwegs sind. Und das vielleicht nicht unbedingt im Selfie-Guerilla-Modus, aber in irgendeinem anderen Modi, denn wir machen jedes Mal was Neues für euch. Also schaltet ein, bleibt dabei und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.